Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ja, es geht weiter und zwar weiß ich jetzt, was wir zu tun haben. Es ist doch das Wasser hier. Man kann es doch schließen. Es ist nur etwas schwieriger anscheinend. Ich dachte, es geht halt gar nicht mehr. Aber man kann, wenn man das halt irgendwie im richtigen Moment macht und im richtigen Winkel und ja, so stößt sie das immer weg und man lässt sich davon halt schnell wieder... beeinflussen, wenn sie es nicht richtig macht. Dann kickt das auch wieder weg, aber das ist Sinn der Sache. Also wir sollen schon hier wieder zumachen, damit das Wasser natürlich wieder abfließt. Also mach's doch endlich bitte auch mal. Warum macht sie es denn nicht? Stehe ich jetzt hier... Was war das denn? Ihh, ihre Hände waren gerade ganz verwinkelt. Sie soll es wieder raufschieben. Das muss funktionieren. Anders haben wir ein Problem. Ich werde das so lange probieren müssen, bis es klappt. Das ist dann so. Am besten ja eigentlich so direkt vors Maul, ne? Damit also gar nicht mal auf diesen Kreis, sondern dass es gestoppt wird sozusagen. Aber der Kasten ist ja auch immer so blöd. Jetzt! Jawohl! Direkt vors Fischmaul. Klasse, endlich. Oh mein Gott, endlich. So, jetzt ist natürlich Sinn der Sache, wieder runterzukommen, damit wir... komme ich denn hier am besten nochmal runter? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Da. Damit wir natürlich dieses Ding... Das Ding. Da war auch noch was. Musste ja neu laden. Genau. Auch noch eingesammelt. Mit so einer coolen Luftrolle. So, da machen wir dann auch nochmal runter, oder? Ist jetzt hier irgendwas Besonderes? Nö. So, dann machen wir hier auch nochmal zu. Muss direkt vors Fischmaul. Das ist der Trick. Prima! So. Wie komme ich jetzt hier runter? Huhu. Muss ich vielleicht woanders runter? Hier zum Beispiel? Ich versuch's mal. Hat sogar geklappt. Hey. Waren wir überhaupt schon so weit unten mal? Nein, ich habe die Klappe nicht rausgeholt. Nein, ich habe die Klappe nicht mit dem Hebel rausgeholt. Oh, ich bin so hohl. Oh nein, aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Gar nicht erst drüber aufregen. Oh, ich freue mich hier. Weil ich jetzt zum dritten Mal neu geladen habe, habe ich das nicht gemacht. Und es ist auch schon wieder 2 Tage her. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Wo war das? Da. Ja, gut. Üben wir das nochmal mit dem Wasser rein und rauslassen. Yippie. So, Wasser, Marsch. Wie blöd. Schon wieder Zeit verplempert mir, ey. Ja, das war natürlich nicht so schlau. Ah, das kriege ich jetzt schnell hin. Komm. Machen wir zack, zack hier. Das können wir gleich nochmal wieder machen. Und dann bin ich froh, wenn ich diese Halle des Poseidon endlich hinter mir habe. So, jetzt aber. Da ist es. Bams. Aber es ist jetzt wenigstens draußen.
Ganze nochmal wieder rückgängig. Oh, geht doch. Geht doch. Nein! Oh, Gott sei Dank. Passiert ja gar nicht. So, jetzt ist die Klappe frei und jetzt kann ich das doch bestimmt andingsen. Ja! Ja, super, endlich. Die Frage ist nur, auf welche Seite soll es denn? Weil selbst wenn ich das dann versperre, nämlich diese Balken das. Das will ich auch nicht. Wo soll das denn hin? Kann ich so weit gucken gerade? Dass ich das sehe? Da ist das Gitter. Da will ich hinspringen. Also hier, wo ich bin, soll das hin. Okay. Komm mal her, du Teil. Ich hoffe, das ist jetzt richtig vom Denken. Hier ist ja auch das Gitter unten, genau. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ist jetzt direkt über uns so ein Balken. Ich weiß nicht. Ich pack den mal hier hin. Keine Ahnung. So. Ja. Keine Ahnung. Ich probiere es mal aus. Sonst muss ich halt nochmal wieder Wasser ablassen. Das ist dann so. Vielleicht habe ich ja Glück und es klappt direkt, aber naja. Ja. Sieht man ja eigentlich jetzt schon, ob es geklappt hat, oder? So, jetzt ist das schon mal hier oben. Aha. Das ist ja schon mal gut. Kann eigentlich noch mehr dahin. Ich weiß noch nicht, ob das so geht. Weil der Balken ist hier dann da. Das ist ein bisschen knapp, ne? Glaube ich. Schwierig. Aber wenn man es direkt dazwischen macht, müsste es doch gehen. So ein bisschen mehr noch hier hin. So. Jetzt ist es dazwischen. Müsste eigentlich klappen. Also manchmal passieren hier auch so komische Sachen. Ja. Geh einfach hoch. Ich will das doch endlich haben. Und endlich auch in die nächsten Hallen kommen. Und nicht nur hier sein. Hat geklappt? Sieht gut aus. Ja, war ganz gut. Super, jetzt ist es nämlich dazwischen. Reicht das denn? Das hat gereicht. Das ist ja perfekt. Super. Juhu. Endlich. Gefunden. Schlüssel von Poseidon. Yay. Wird ja auch mal Zeit. So, da wir den jetzt haben, können wir ja auch wieder zurück. Nicht wahr? Habe ich recht? Oder gibt es jetzt hier auch noch anderes, was wir uns mit dieser Platte holen könnten, was vorher nicht ging? Sieht aber eigentlich nicht so aus. Dann können wir das ja wieder runterlassen.
Ich glaube, man könnte sogar schwimmen, aber das weiß ich nicht, ob ich das will. Nicht, dass sie das dann nicht schafft oder so. Aber das ist doch die Höhe, von der wir sogar kommen, oder? Ja, es ist sogar die Höhe. Ja, ist die Frage, ob man halt hier noch was jetzt einsammeln könnte, was vorher halt nicht ging. Das weiß ich gerade nicht. Mit dieser Platte, die man hat. Keine Ahnung. Wenn ja, dann weiß ich es gerade nicht. So, prima. Danke für die Kontrollpunkte. Dann haben wir es endlich hinter uns. So. Gehen die Tore jetzt alle auf? Nö. Also, dasselbe nochmal. Gut. Mhm. Oh. Das ist ja cool. Aha, die ist jetzt rausgekommen, weil wir die geschafft haben. Wo gehen wir denn dann mal hin? Zu Atlas? Weil der hier direkt nebenan ist? Oder? Es ist da ja in der Nähe. Könnte man ja gut machen. Kannst du hier hochspringen? Wieso springt sie da nicht hoch? Es ist zu hoch. Es ist zu hoch. Das ist ja interessant. Nein! Oh, da liegt Munition. Ach ja, die hatten wir ja schon, aber die nimmt sie nicht, weil wir schon genug haben. So, na gut. Wie kommen wir denn zu Atlas? Da ist jetzt auch offen, da waren wir noch nicht. Kann man hier nicht rüber? Einfach? So? Hier sind wir doch auch hergekommen, glaube ich. Machen wir das halt mal so. Hm. Ja, aber ich muss ja eher nach oben klettern. Das ist ja auch Quatsch, oder? Ich glaube, dann war das andere doch besser. Hm. Gehen wir hier rüber. So. Oh, diese unheimliche Musik. Puh. Nein! Oh! Entschuldigung, aber ich... Das war jetzt echt blöd. Ja, und nochmal Poseidon! Es kommt raus, yeah! So, jetzt aber. Wie kommt man da denn hochgeklettert? Ich wollte da doch nur hochklettern. Den Hebel haben wir aber hoffentlich schon gemacht. Ach so. Ja, aber hier waren wir doch jetzt schon. Und es ging nicht. Es war doch zu hoch. Oder wie? Oder was? Ja. Kann sie da rüber? Ah, sie kann hier rüber. Okay. Dann da rüber. Dann da hoch. Da liegt auch noch ein Medipack, sehe ich gerade. So. Dann schon sind wir bei Atlas. Leider kann ich hier keine Plattform rausholen. Das ist ja doof. Was ist das da? Mhm. Da muss irgendwas noch aktiviert werden oder so? Ich weiß es nicht, damit halt hier die Plattform rauskommt. Sonst kommen wir da ja gar nicht hin, merke ich gerade. Hm, interessant. Was wollt ihr hier schon machen? Verstehe ich gerade noch nicht. Nee. Hm.
Und da müssen wir dann auch noch rein, wenn wir den Hebel betätigt haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich, weiß auch noch nicht so richtig. Was wollt ihr denn jetzt hier von mir? Da ist eine Leiter. Da tut sich nichts, wenn ich da rumballer. Da kommen wir noch nicht rein. Hier müssten wir rüberkommen. Man könnte ja auch klettern. Die Frage ist, ob wenn sie da unten rumhangelt und dann da lang und von da aus da hoch und runter und überhaupt, oh Gott, kann sie denn von hier vielleicht nach hinten springen? Nee, das mach ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Tja, das ist zwar nett hier, aber ich weiß nicht, wozu das gut ist, wenn ich ehrlich bin. Nein! Oh, ich bin so blöd, ne? In diesem Teil sterbe ich voll oft. Es tut mir leid. Also, für mich ist das normal, aber für euch ist es wahrscheinlich eher lästig, dass ich so unaufmerksam gerade bin. Ich bin auch gerade so ein bisschen, ja. Ich glaube, ich bin zu schnell. Einfach gerade. Ich will das hier schnell schaffen, bin zu ungeduldig. Abzuwarten, dann ist das so. Vielleicht bin ich aber auch falsch, ich weiß es gerade gar nicht. Den Hebel haben wir aber betätigt, hoffentlich, ne? Oh, das klappt sogar. Ja, den Hebel habe ich betätigt. Okay. Ja. Gut, gehen wir noch mal ganz runter. Man könnte ja schon mal den Schlüssel einsetzen, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Hier. Poseidon. Drinne. Das war schon mal gut hier. Kommt irgendwas? Nö. Die will sie ja auch immer noch nicht einsammeln. Dann nicht. Ist aber eh der einzige Weg hier zurück, oder? Ich glaube schon. Ach ja. Wie komme ich bei dem Atlas da rein? Ohne dass die Plattform draußen ist. Und was hat es mit diesem Schalter auf sich? Hier bei Damokles, da könnte man doch auch rein. Wenn wir diese Dings rauskriegen, wieder die Plattform. Man könnte da aber auch hinklettern. Wenn ich da oben lang kletter. Vielleicht, man könnte ja auch Damokles zuerst nehmen. Mir ist es ja egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Ich bin zu hohl, ne? Ich falle auch immer wieder von denselben Stellen gerade. Ich weiß gar nicht, was los ist hier mit mir. Naja. So, komm mal, jetzt ran hier. Komm jetzt, ne? Daryl. Ja, so geht's ja auch. Nehmen wir doch einfach mal die Leiter. Ist vielleicht einfacher für mich. So, Damokles. Wie kommen wir zu dir? Geht das denn vielleicht? Vielleicht geht es ja auch nach einer bestimmten Reihenfolge oder so. Definitiv muss ich halt noch mal nach oben. Das muss ich ja schaffen. Jetzt sind wir wieder bei Poseidon. Dem Wassertypen. Damokles. Kann man hier nicht nach rechts klettern von hier aus? Nee, kann man nicht. Scheiße. Also muss ich nach oben. So oder so muss ich also nach oben. Ich merke das schon. Komm da nicht drum rum. Schade, dass hier nicht immer zwischendurch mal ein Kontrollpunkt wäre. So. Wenn man runterfällt, nicht alles nochmal machen muss. Poseidon, Poseidon, Poseidon.
stehen wir hier so schön bei Atlas, ne? Aber nein, das Ding kommt nicht raus. Was bringt einem das eigentlich, dass man das jetzt... Ah. Man hat damit ja das rausgeholt. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja praktisch. Darauf sollte ich natürlich mal achten. Ey, warum hält sie sich nicht fest, wenn sie da runterschlittert? Da ist doch so eine Kante gewesen. Oh, das nervt mich jetzt. Ich wollte mich da... Also diesmal habe ich mich mit Absicht fallen lassen. Weil da eine Kante war. Warum hat sie sich denn da jetzt nicht festgehalten? Weil wahrscheinlich, weil man es anders machen soll. Ist ja immer so, ne? Oh. Man soll sich da nämlich gar nicht so runterrutschen lassen wahrscheinlich. Und dann geht das auch nicht. Ganz einfach. So langsam kenne ich den Weg. So. Ach, das Ding ist auch noch drauf. Ach. So, guck mal hier. Schön. Midi-Pack. Mhm. Ja, dann eben so. Nicht schlecht. Aha. Aha, aha, aha. Ist ja interessant hier, was wir hier machen. Aber wie dieser Balken dann auch so knarzt. Als ob der gleich doch wieder einstürzt. Hier waren wir noch nicht. Yay! Jetzt haben wir auch das Tor geöffnet. Ich glaube, jetzt haben wir alle Tore geöffnet, aber... Ah, jetzt kommt auch ein Balken raus. Okay. Aber der bringt mir wahrscheinlich gar nicht viel, außer dass ich jetzt rüberspringen kann, oder? Das war gemein. Von den Fledermäusen. Gemeine kleine Fledermäuse. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war der erste Hebel, den wir damals gedrückt haben, ne? Ja. Das war der oberste. Den hatten wir natürlich schon. Weil wir hier oben ja waren. Mit diesem Knallmechanismus da. Und das irritiert mich ein bisschen. Ist natürlich schön, dass wir die jetzt alle rausgeholt haben. Aber, irgendwie müsste ich jetzt auch mal rein in die Hallen kommen. Dafür müssen natürlich die Plattformen rauskommen. Und mir rinnt die Zeit gerade weg. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Cut. Bin jetzt hier viel herumgeirrt. Wenigstens haben wir Poseidon geschafft. Ich brauche gerade ein bisschen, merke ich gerade hier. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und dann werden wir auf jeden Fall bestimmt... Also mindestens eine Halle machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Das sollte ich schaffen. Ich werde jetzt einfach mal hier herumklettern. Und den nächsten Weg mir bahnen zu dem nächsten Göttertor. Also, bis dann!